und herzlich willkommen bei Vedic Stars. Bei mir geht es heute um Venus im sechsten Haus und was dies im Horoskop bedeutet. Das sechste Haus ist das Haus, was für Dienstleistungen, für Service steht. Es repräsentiert Konflikte und Streitigkeiten oder auch Feinde. Außerdem Schulden und das Thema Gesundheit. Venus wiederum ist der Planet der Harmonie und der Beziehungen. Venus liebt alles Schöne, die Künste, ist diplomatisch und sehr charmant. Und mit diesen Venus-Eigenschaften prägt Venus jetzt die Themen des sechsten Hauses. Das heißt, diese Menschen dienen gerne anderen Menschen. Sie leisten gerne eine gewisse Art von Service anderen gegenüber. Und wenn es zu Streitigkeiten oder Feindschaften oder Konflikten kommt, dann versuchen sie das auf diplomatische und charmante Art und Weise zu lösen. Gesundheitlich sind sie anfällig für Venus-typische Erkrankungen, das heißt hoher Blutzucker, zu viel Süßes ist ein Thema oder andere Zuckerkrankheiten wie zum Beispiel Fettleber oder Herz-Kreislauf-Probleme. Schauen wir uns das etwas genauer an. Diese Menschen begegnen sehr diplomatisch und charmant jeglicher Art von Konflikten, Anschuldigungen oder Feindschaften. Allerdings ist Venus dabei auch immer etwas oberflächlich. Es ist nicht die Art von Venus, Dingen tief auf den Grund zu gehen und zu analysieren und von Grund auf zu verändern, sondern Venus ist so ein bisschen flatterhaft und will einfach immer nur Spaß haben. Und das hat zur Folge, dass Konflikte nicht von Grund auf bereinigt werden mit dieser Konstellation, sondern sie werden so durch Venus süße Art und Weise, hübsch, diplomatisch und charmant, irgendwie gerade geruckelt. Und dann besteht eben die Gefahr, dass sie von Neuem wieder aufflammen. Im Bereich Gesundheit sorgt Venus für ein zu viel an süßen Dingen. Oft findet man hier Menschen, die unheimlich gerne und viel Süßigkeiten essen und die dadurch krank werden können. Sie können von Süßigkeiten oder von Alkohol auch abhängig werden, insbesondere wenn ein Aspekt der Mondknoten, insbesondere Rahu, dazukommt. Das hat zur Folge, dass man an Diabetes leiden kann, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder eben die Leber geschädigt werden kann. Muss natürlich nicht so sein, kommt immer auf die Intensität eines Aspekts oder einer Konstellation an. Sie können auch zu Zucker oder süßen Dingen als Beruhigungsmittel greifen, insbesondere wenn sie mit Anschuldigungen oder Kritik konfrontiert werden. Das sind dann die sogenannten Frustesser, die mal eben eine Schokolade brauchen, damit sie wieder runterkommen. Venus im sechsten Haus sorgt dafür, dass man sich zu Situationen und zu Menschen hingezogen fühlt, die ausbeuterisch sind, wo man vielleicht betrogen wird oder wo man angeklagt wird. Das gilt insbesondere für Frauen mit dieser Konstellation. Vielleicht werden Absprachen nicht so umgesetzt, wie man es vereinbart hat. Vielleicht verlangt man so viel von einem, ohne dass man was zurückbekommt. Das sieht man auch oft. Vielleicht wird man auch öfter mal belogen. Und Menschen mit Venus im sechsten Haus, die leiden hierunter. Beruflich kann man das allerdings nutzen. Also diese Menschen sind sehr gut im Bereich Sozialarbeit, weil sie selber viel mit Kritik, Streit und Konflikten zu tun haben und damit vertraut sind. Dadurch können sie zu solchen Personen, die das ebenfalls erfahren, eine gute Bindung, eine gute Beziehung aufbauen. Man findet mit dieser Konstellation sonst auch Anwälte, Pharmazeuten oder Frauenärzte oder Schönheitschirurgen. Das ist so typisch für die Konstellation. Menschen mit Venus im sechsten Haus geben ihr Geld gerne für süße Nahrung aus oder für Alkohol, für Schönheitsbehandlungen oder allgemein das Thema Gesundheit. Aber sie spenden auch viel Geld, insbesondere für benachteiligte Menschen oder Tiere. In Beziehungen droht bei dieser Konstellation die Gefahr, dass die Menschen vom Partner ausgenutzt werden oder in der Ehe ausgenutzt werden. Venus repräsentiert die Ehe. Und dass Probleme nicht von Grund auf angegangen werden und dann immer neu aufflammen und ein Thema einfach nicht behoben wird, ein Konfliktthema.
Die Menschen selber sind eigentlich sehr angenehme Partner, die immer versuchen, es dem anderen ja recht zu machen oder ihn zu unterstützen, eben Dienstleistungen sozusagen in der Partnerschaft einbringen. Aber sie leiden eben unter dem Verhalten des Partners, der sich eben nicht so verhält. Das sechste Haus von Venus zeigt immer an, welche Lebensthemen zu Konflikten in einer Partnerschaft führen können. Und in diesem Fall ist das das elfte Haus. Das heißt, das können große Gruppen sein oder große Organisationen, vielleicht auch ein Unternehmen. Die Freunde können zu Konflikten in der Partnerschaft führen und große Geldsummen, wo auch immer die herkommen mögen. Das war meine kleine Analyse über Venus im sechsten Haus. Wenn ihr wissen wollt, wo eure Venus im Horoskop steht, geht auf meine Homepage. Dort gibt es einen kostenlosen Horoskoprechner www.vedic-stars.de. Und ansonsten freue ich mich über ein Like und ein Abo meines Kanals.